Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier wieder im Minental. Ja, da waren wir ja schon einmal vor einer Ewigkeit eigentlich. Und diesmal sind wir hierher gekommen, um der Wurzel des Bösen ein Ende zu bereiten, besser gesagt sie auszureißen. Denn wir müssen uns Drachen stellen und ich denke mir immer, ist vielleicht so ein Drachensnapper, der verjausnet uns nämlich noch. Das wäre nicht so gut, wenn wir so einen über den Weg laufen würden. Ich bilde mir ein, wir haben ihn getötet, aber es könnte ein neuer gespawnt sein. Und das wäre nicht schön. Schaut gut aus, denn ich möchte heute den Orks, die um die Burg herum wohnen. Da oben krabbelt was. Bist du ein Snapper? Drachensnapper. Schlecht. Wir müssen übers Wasser. Wir gehen übers Wasser. Drachensnapper will ich mir noch nicht... Also mit denen will ich mir... ich möchte mich mit denen nicht anlegen. So, jetzt habe ich's. Weil unsere Rüstung ist nicht stark. Die Waffe schon, aber die Rüstung nicht. Und das würde uns nicht gut bekommen. Was sollte ich zuerst machen? Ich glaube... Boah, ey, ich glaube fast, es wäre gesünder, wenn wir uns wieder dort nach hinten schleichen würden, wo wir bei unserer ersten Burgsbesichtigung uns Zugang verschafft haben. Nämlich da einmal rundherum. Kommt her, ihr Deppen. Das ist zu laut. Psst, leise. Psst, psst, psst. Das ist zu laut. Denn sind alles voller Orks. Die müssen wir alle noch umklatschen. Die müssen und werden wir umklatschen. Wir brauchen ihre Erfahrungspunkte. Wir kommen da nicht drum herum. Wir müssen auch die Wargs besiegen. Wir müssen alles besiegen. Uns bleibt da keine andere Wahl. Ich schwimme da mal. Ich gehe da mal ein Stück in diese Richtung. Ich versuche mich auch gerade zu erinnern, wo oder wie wir die mittlere Drachenjägerrüstung bekommen haben. Denn wenn wir die schon mal haben, alter Schwede, dann geschieht uns das Ganze hier schon wesentlich leichter. Aber hoffentlich sind da nicht auch irgendwelche Mistviecher. Lurker, 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 sehr schön. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Da sind ein paar gespawnt. Aber hier schaut's aus, als wäre tote Hose. Die Viecher, die hier auf dieser Sandbank waren, haben wir nämlich schon einmal besiegt. Und es scheint nichts Neues nachgespawnt zu sein, nein. Das heißt, wir überqueren den Fluss abermals. So vorsichtig wie möglich klatschen hier die Lurker um. Oh ja. So, Lurker. Da drüben ist auch ein Ork-Krieger. Ich bin jetzt etwas ruhiger, es tut mir leid. Das ist, weil ich einfach zu konzentriert bin. Komm her, du Depp. Fast erledigt. So, das nehmen wir alles mit. Ich muss auch gelegentlich speichern. Ja, das muss ich leider. Lurki, komm her. Komm her. Ja, komm. Ja, komm. Feiner Lurker, ja komm. Ja, wer ist ein feiner Lurker? Ja komm, brav. Passt. So, jetzt können wir uns den Orks widmen. Das sind zwei, soweit ich gerade sehen kann. Das Licht, ich weiß, wir brauchen das Licht, aber es blendet halt schon sakrisch, muss ich sagen. Oh, da ist ein Warg auch mit dabei. Wenn der Wag mit dabei ist und uns angeht, haben wir ein Problem. Nein, das sind nur die Orks. Wir haben Glück. Komm, Claubelia. Wow, wir haben so viel Schaden bekommen. Komm, mach hin. Wusch. Komm nochmal. Wusch. Und wusch. Jawohl. Passt. Sehr gut. Das lief super. Ich weiß, es ist furchtbar laut. Aber es lief super. So,
dann muss ich ganz schnell was trinken. Oder was essen, ist ja wurscht was. Ja, wir haben so viel zum Futtern, ne? Ja, ich muss leider. Ich muss das Zeug hier wegbringen. Ich weiß, es dauert 12 Jahre, bis wir da satt sind, aber ich muss die wegbringen. So. Weil der Wag, der da oben auf uns wartet, sagen wir so, ich esse immer so um die 20 Schwammerl. Und dann trinken wir was Anständiges. Oder essen wir was Anständiges. Ist eigentlich hier wurscht. Weil auch die schwachen Tränke werden wir bald nicht mehr brauchen können. Sicher ist es besser als nichts, aber ja. Ihr merkt es ja, sie heilen ja nicht besonders viel. Boah, ich habe gesehen, da war ein Wag. Bitte lass uns Glück haben, dass es nur einer ist. Ich glaube, es ist nur einer. Komm her, du Mistvieh. Komm her. Scheiße, das Licht ist aus. Komm, doch mal Blitz. Komm, Blitz. Komm, Blitz. Oder so. Passt. Ha, schön. Warg erledigt. Hervorragend. Ich mache mir das selber, ne? Mehr Panik, als ich müsste. Ja. Schön verjausend, das Zeug. Passt. Licht und so, ne? Bloing. Aber viel hilft das Licht leider nicht. Nein, nein. Da wäre es wieder gut, wenn wir Dark machen könnten. Dark, Dark. So, ich will auch versuchen. Ich glaube, da drüben sind auch... Ja, Schamane ist auch da. Ich will versuchen... Ja, da kommen sie alle. Hm. Das wollte ich nicht versuchen. Ich hatte gehofft, dass ich sie einzeln herlocken kann. Ansonsten... Ja, der ist einzeln. Mein Plan ist aufgegangen. Komm, Blitz, Boing, Platz. Jawohl. Alter, es waren zweimal Blitz zu viel, aber ja, er ist somit mit Sicherheit erledigt. Und wir haben keinen Schaden kassiert. Das ist hervorragend. Ja, ja, so schaut es aus. Ne? Mir ärgert es nur gerade, dass es so dunkel ist. Aber wir müssen uns jetzt leider ein bisschen, ja... Wir müssen uns da jetzt ein bisschen so voranarbeiten. Wie gesagt, wir brauchen diese Erfahrungspunkte. Ich glaube, das ist ein Ork-Elite. Da drüben zumindest ist einer rechts. So, laufen. Hoffen, dass wir wieder nur einen pullen. Lauf, lauf. Ein Blick zurück. Verdammt. Wir sind zu schnell gelaufen. Oh, dahin ist ein Sternschnuppe runtergefallen. Ich hätte mir jetzt wünschen sollen, dass da dazu ein Innos auf die Orks niederprasselt und wir alle Erfahrungspunkte kriegen. Ah. Hallo. Ah, ja. Registriert haben sie uns. Ich weiß, das ist langweilig gerade, aber für mich ist es gerade spannend. Kommt wer? Ach, diese Idioten, die rennen viel zu langsam. Wenn wenigstens diese Elite-Krüppel da wäre. Ach, ist das ärgerlich. Oh. Meine Güte. Hallo. Ja, ja. Kommt einer? Irgendwas kommt, glaube ich, ja. Ich habe da irgendwas flitzen gesehen. Und? Nicht dein Ernst. Die bleiben da beinhart in ihrem Camp drin. Na gut, dann müssen wir einen Sturmangriff wagen, ne? Aber nicht wir als Sturmangriff, sondern einen Begleiter rufen. Halt, falsch.
Was hätten wir noch zur Auswahl? Skelette hätten wir da noch ein paar. Ja gut, die würden verjausnet werden, ne? Ich hätte aber noch. Geysir hätten wir noch. Feuersturm, sowas wie ein Feuersturm wäre halt nicht schlecht, ne? Großer Feuersturm, na gute Nacht. Ja. Ein Unwetter. Das werde ich gerade mal probieren. Warte mal, habe ich denn nicht? Ich glaube, ich teleport zur Burg, ja. Ich habe mich gerade voll blamiert. Was habe ich denn da? Was haben wir hier? Ein Teleporterstein in die Burg. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Ja, sonst wieder Zeit vertrödelt, ne? Meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ich brauche ein Bett zum Schlafen, und zwar Flotti. Ja, von unseren Freunden wird wohl niemand mehr hier sein. Nein, nein. Die sind alle in Korinnis geblieben, bis auf Gorn, der ist ja wieder hier. Wir müssen schlafen gehen. War der Templer schon immer da? Da sitzen ein paar. Moment, Drachenjäger? Ich muss schlafen gehen. Am nächsten Tag sehen wir alles besser. So. Ach, gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Jawohl, wir sind wieder ausgeruht. Grüß eng, Servus, habe die Ehre. Grüß eng, hallo. Tatsächlich, es ist ein Templer hier. Moment, Fortuno? So Bist. ist es eh nicht Nee, so. oder? Angar. Nee, Ich würde Kor lieber mit dir Angar. quatschen. Ich habe Das keinen Gebäude Hut sieht auf, aus. aber verehrter alter Freund, ich ziehe Ich meinen habe Hut da vor gerade ein dir. Was bisschen. machst du denn hier? Natürlich steht uns wieder So der ist es eine eh nicht Kerl da so. im Weg. Das ist doch Und schon wir können lange ihm was bekannt. stibitzen vielleicht. Ja, das werden wir auch versuchen. Gleich als erstes. Mal schauen, ob die Geschicklichkeit Das finde ich passt. alles auch mieser kleiner Nope, Dieb. passt nicht. Noch nicht. Ja, ich glaube, da bin ich schneller. Das ist wurscht. So. Dann quatschen wir einfach nur ganz normal mit dem guten Angar. Das ist Ich doch glaube, da schon ist gerade lange jemand bekannt. gestolpert. Hallo. Moment. Wir kennen dich doch. Kenne ich dich nicht? Du bist Kor Angar. Du warst Templer im Deine Sumpflager. Meinung will ja keiner Nenn hören. mich Angar. Meinen Titel habe ich Ich abgelegt. wundere mich Oh. über Die gar nichts Bruderschaft des mehr. Schläfers hat sich aufgelöst. Ich Seltsam. glaube nicht, dass ich da Aber du was kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ist Ich das kann wirklich mich fragen. aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit Alter, dir? sind die Ach, vernebelt. ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ich Ständig diese wundere mich über gar Albträume. nichts mehr. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Wie kamst du hierher? Wie kommst du hierher? Nach dem Mir Fall der erfährt magischen keiner was. Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Wäre das Zeit, nicht dass so ich etwas sicher? unternehme. Ich bin tagelang Ich erzähle dir umhergeirrt, doch nichts bis ich Neues. auf einmal in der Burg wach geworden bin. Wäre Frag mich wirklich nicht, nicht was so sicher. passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Von Übel mir habe ich erfährt auch noch mein keiner was. Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Wie eine Ich Tatenbahn. werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Ja, das Wenn er hört sich das nach nicht einem sucht, Auftrag kann ich an, ihm ne? auch nicht mehr Und helfen. was machst du jetzt? Was willst du nun Ich tun? kann ihn nicht ewig Ich warten. werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf Meinst du, die mir geht Suche es nach meinem besser? verlorenen Amulett machen kann. Ich habe Ich etwas hatte von schon Drachen gedacht. gehört. Es wird auch erzählt, dass viele Das ist Krieger eine ins schlimme Minental Sache. gekommen sind, um sie zu jagen. Ich denke Meine darüber Meinung will ja nach, keiner mich hören. ihnen anzuschließen. Ich Okay. bin ganz deiner Meinung. Und was ist mit dem Rest aus dem Sumpflager passiert? Was ist mit den Wäre das anderen schon aus dem wieder? Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich Wenn er erinnere, das ist, nicht dass sieht, die kann ich ihm auch Barriere nicht von einem helfen. nervenzerfetzenden Schrei Ich kann mich begleitet auch. in sich zusammenfiel. Von panischer Angst Niemand gepackt wird das fielen von wir mir zu schließen. Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese So ist es eh Stimmen, nicht, Wille. sie wurden immer lauter. Und dann, als es Er hat vorbei auf die war, falschen Leute verfielen gehört. sie alle dem Wahnsinn und Noch mehr verschwanden Ärger laut verdienen. schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie Ich bin ganz wiedergesehen. deiner Meinung. Hervorragend. Noch Perfektes mehr Ärger verdienen Drachenfutter. als er. Ja, dieser Schrei, das war der Er Schläfer, hat ne? auf die falschen Leute Den gehört. wir wieder verbannt haben, erfolgreich. Yeah. Was hat er da Wo vorher ungefähr gemacht? hast du denn dein Amulett verloren? Wo genau hast du dein Amulett Das ist verloren? eine schlimme Sache. Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach Ich wäre mir da wurde. nicht so sicher. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss Ich es erzähle dir unbedingt doch nichts wiederhaben. Neues. Ja. Ich habe mir Na das schon dann. gedacht. Vielleicht können wir helfen. Ich erzähle dir Vielleicht kann doch ich dir nichts helfen, dein Neues. Amulett zu finden. Warum nicht? Ich Hilfe glaube nicht, kann dass nicht ich da schaden. groß in Ordnung was mache.
Na gut, und was ist mit den Drachenjägern? Was ist mit den Drachenjägern? Ich werde später mit ihnen sprechen. Vielleicht können sie noch einen starken Arm gebrauchen. Jetzt sieht man schön. Seht ihr das Amulett oder das Emblem auf seiner Brust? Das ist das Zeichen des Schläfers aus dem 1er Teil, ne? Also die Sektenspinner haben ja den Schläfer angebetet, ne? Aufgrund dessen, dass der Schläfer jetzt nicht mehr in dieser Welt weilt, also er lebt schon noch, aber wir haben ihn wieder verbannt, haben alle Mitglieder des im Sumpflager ihr Gedächtnis verloren. Einige davon haben den Verstand verloren, sowie ein besagter Kor Kalom, der sich ganz und gar dem Schläfer gewidmet hat, den haben wir halt mal ins Jenseits befördern müssen. Ja, manchmal muss man eben Opfer bringen. Ja. Aber um den Trottel war es eh nicht schade. Wann willst du gehen? Wann willst du gehen? Sobald ich mich wieder besser fühle. Ja, das war toll. Wo willst du suchen? Wo willst du suchen? Ich werde in den Süden gehen. Ja. Dort, wo ich als letztes gewesen bin. Das war so klar. Ein Höhlengrab, das von vielen Findlingen umgeben ist. Hast du das denn schon wieder? Ein Höhlengrab im Süden. Du meinst den Orkfriedhof, ne? Den alten. Ich gehe da mal. Ich muss gehen. Pass auf deinen Rücken auf. Ja. Wir werden noch gleich mal reinschauen zum... Ach, wie hieß der Anführer hier noch gleich? Jedenfalls zu dem Typi da. Schauen wir auch mal rein. Sagen mal Hallo. Wir sind ja wieder hier. Der Koch macht noch brav sein Süppchen. Hallo. Hallo, Garant. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst dich und deine Drachenjägerkollegen, was? Ihr könnt uns helfen, aber ihr seid einfach zu wenig. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Mann, ist das ein Schwarzseher, ne? Wegen den Drachen. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Gott. Offizier Oryk kann dir mehr dazu sagen. Alles klar. Tschüss. Meine Güte. Er muss sich um so viele Dinge kümmern. Er muss vor allem seinen Sessel warm halten, weil er könnte sich sonst wegen seiner Rüstung und so eine Blasenentzündung zuziehen. Und das ist nicht sehr schön. Hi Oryk. Du hättest Infos für mich? Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen, nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Naja, ein paar Tage ist gut, ne? In Wirklichkeit, LP-mäßig, ne, sind schon einige Wochen vergangen, ne? Ich muss mich mal kurz zurechtdrücken, Entschuldigung. Ich brauche Infos. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Aha. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Naja, vielleicht hat einfach jemand... vielleicht ist bei irgendjemand die Waschmaschine eingegangen, ne? Die kann auch schon, was überfluten, ne? Gut, naja, kann ich helfen? Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas... Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Soll heißen? Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Du willst uns doch helfen, oder nicht? Na also... Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Okay. Na gut. Wir werden uns den Kerl schnappen. Gut. Ich werde Hoshpak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Ja. Irgendwas Neues sonst so? Irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks werden immer zahlreicher. Wenn das bloß gut geht.
Ja, jetzt sind ja wir da und wir brauchen Erfahrungspunkte. Also, wir werden die schon klein kriegen. Und Parsival. Irgendwas Neues? Ist irgendwas Wichtiges passiert? Du gehörst auch zu diesem Abschaum, der sich selbst Drachenjäger nennt? Eigentlich hätte ich von dir erwartet, dass du mehr Ehre im Leib hast, als dich diesen Leuten anzuschließen. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern? Also deine Vorurteile sind schon schlimm, oder? Findest du nicht, dass du übertreibst? Ganz und gar nicht. In unserer Situation brauchen wir Männer, die mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Krieger, die das Feuer Innos in den Herzen unserer Kämpfer wecken. Stattdessen zerstört dieser Abschaum die Moral meiner Krieger. Ja, weil sie merken, dass sie Weicheier sind. Tja, weil Innos schaut auf uns herab. Komischer Kasper, ne? Ach, ja. Du solltest ihnen eine Chance geben. Du solltest ihnen eine Chance geben. Die bekommen sie ja. Leider. Garond ist überzeugt davon, dass sie uns eine Hilfe sein können. Aber ich werde sie im Auge behalten. Wir haben genug Probleme mit den Orks. Wir können wirklich keinen weiteren Ärger gebrauchen. Dann acht wohl lieber drauf, dass du keine Stielaugen kriegst. Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Meine Güte, ist der schlecht gelaunt. Alter Schwede, weiß nicht. Iss mal ein Schinken oder so. Vielleicht geht's dir dann besser. Außerdem mit leuchtendem Beispiel. Ich meine, wir haben eine magisch verzauberte Armbrust da auf unserem Rücken. Wenn das nicht Beweis unseres inneren Funkelfunkels ist, weiß ich auch nicht. Da hinten, glaube ich, ist nichts sonst Wichtiges. Gerold, hallo? Alles in Ordnung? Alles ruhig? Ruhig schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Oh. Garond hat schon wieder die Nahrungsrationen gekürzt. Das ist schlecht. Wenn ich nicht bald was Anständiges zwischen die Zähne bekomme, dann beiße ich Garond in seinen fetten Arsch. Ja, der ist auch extrem warm. Vielleicht hätte ich da was für dich. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Bist du verrückt? Doch nicht hier. Wenn das einer der anderen sieht, habe ich gleich eine Menge neuer Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du findest mich im Magiertempel. Wenn sich alle zurückgezogen haben. Im Tempel ist sowieso zurzeit kaum jemand. Ich werde dort auf dich warten. Komm hier aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischdreck, klar? Roher Fleischdreck, jawohl. Ist gemerkt. Nee. Was ist mit dir? Brutus, hallo. Was ist los mit dir? Ja. Warum bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ja ekelhaft. Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat, aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester. Und hör auf, so dämlich zu grinsen. Weißt du, wie köstlich die im Eintopf schmecken? Ich glaube, wir können den ausrauben. Der Part ist dann auch zu Ende, verflixt und zugenäht. Moment. Ich probier's mal. Es sollte ein Kinderspiel sein. Ja, das steht ja immer, ne? Ja, 100 Punkte. Juhu. Okay, Fleischwanzenkill. Moment, das haben wir gleich. Unsere Klaue Belia, ne? Moment, sind die nicht schon hin? Nein. Jetzt, der ist hin. Und der ist hin. Jetzt müsste es passen. Alles schön ausluten. So. Da hat die überhaupt keine Ahnung, wie köstlich sowas bitte sich im Eintopf macht. Ich glaube, wir sind fertig. Die Fleischwanzen sind weg. Die Fleischwanzen sind weg. Du kannst wieder deine Folterwerkzeuge polieren oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich keins von den Biestern mehr da ist? Ich denke schon. Na gut, hier, nimm dieses Gold als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mir kommen gleich die Tränen. Alter, 150 Goldmünzen für 4 Fleischwanzen. Na, servus Kaiser, ne? Das ist mal ein schöner Verdienst. Okay. Ja, jetzt, ich denke, ein bisschen machen wir noch drüber. Wie gesagt, wir haben echt viel zu tun. Wir haben wirklich viel zu tun, bevor wir uns zum ersten Drachen überhaupt hinwagen sollten, könnten, wie auch immer. Oh, da sind ja noch zwei. Hey, das sind die Kumpels von uns. Hallo, grüß euch. Was macht's denn ihr hier? Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer.
Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Das ist aber nicht gut. Wenn ein König anfängt zu schwächeln, so wie in dieser Form, wird er nicht mehr allzu lange König sein. Wo sind deine Leute jetzt? Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Was weißt du über den Krieg? Weißt du noch mehr über den Krieg? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Großartig. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Was? Ich glaube aber nicht daran. Könige sind meistens wirklich die Letzten, die sterben. Außer sie hatten Pech und wurden Opfer eines Meuchelmörders. Was machst du hier in der Burg? Die mögen euch nicht besonders. Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Oh. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Ja. Drum haben wir auch eines von einem Gott gesegnet. Bei uns. Irgendwie sind hier in der Burg lauter Chopperler, oder? Also lauter ungeschickte Pfosten, die ihr Hab und Gut verlieren. Ich werde dein Schwert schon finden. Ich werde dein Schwert finden. Das wäre klasse. Am besten suchst du auf der hohen Klippe im Süden danach. Dort, wo die Ork-Zelte stehen, habe ich es vermutlich verloren. Großartig. Ja, vielleicht habe ich ein anderes Schwert für dich. Vielleicht habe ich ein anderes Schwert für dich. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Soll mir das wirklich geben? Unser Erzbastardschwert? Das ist eine gute Klinge. Eine ausgezeichnete Arbeit. Bist du sicher, dass du sie mir einfach geben willst? Ja, nimm sie. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Zeig mir, wie ich meine Fähigkeiten verbessere. Ein guter Kämpfer muss lernen, seine Fähigkeiten direkt auf seine Waffe zu übertragen. Ich hätte das anders gemacht. Ich kann es nicht glauben. Mach's gut. Von mir erfährt keiner was. Wir haben genug magisches Erz noch, wir können uns jederzeit eine neue machen. Auweia, ich habe extrem schlimm überzogen. Upsi. Ich muss den Part beenden. Ja, im nächsten Part werden wir mit dem Jan hier quatschen, vielleicht hier und da noch mit ein paar Leuten. Und dann werden wir leider Gottes anfangen müssen. Kerols Lederbeutel. Aha. Dann werden wir anfangen müssen, uns als Ork schlechter zu beweisen. Wir werden auf jeden Fall alle Orks um den Burgring einmal klatschen. Das wird wahrscheinlich 1, 2, im schlimmsten Fall 3 oder 4 Parts dauern. Leider. Ihr könnt aber auch gerne Bescheid geben, ob ihr das alles sehen wollt. Es werden sicher hier und da ein paar Fails dabei sein, traue ich mir auf jeden Fall zu. Oder ihr seid einfach auch so wie ich, Fans dieser wunderschönen Klinge, die alles gleich mal so wegblitzelt. Dann können wir ja die 4 Parts durchziehen. Jedenfalls, wenn es mögt, sagt mir Bescheid. Ansonsten mache ich einfach mal, wie ich es für richtig denke, ersinne. Und ja, hoffe, dass es euch dann auch gefällt. Ihr Lieben, in diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!